Badass-Modus geht. Okay. Okay. Habe ich gerade echt eine super Drachenfaust gemacht, ohne vorher eine Genki Dama zu haben? Okay. Story scheint noch nicht zu Ende. So, ich glaube, ich muss echt mal Battle of Gods gucken. Ah, absolut abgefrackt, dieser ganze Scheiß, der gerade passiert ist. Ah, wir haben um die Welt gekämpft für einen Pudding! Oh mein Gott! Das erinnert mich wieder an Hyperdimension Neptunia. Oh, Pudding. Oh, Miedo, mach mir Pudding. Domigra-no-saigo-no-kotoba-no-imi-o-kiku-tame-te. 久しぶりだな。ここに来るの。彼らは時の海王神が雇ったタイムパトロール隊員のようですね。あらまあまあ、これはビルス様。お久しぶりです。オッケー。ドミグラとかいうやつが僕にちょっかい。Ich hätte mir echt mal ein bisschen Battle of Gods angucken sollen, bevor ich die letzte Story spiele. Dann kann davon ausgehen, dass du relativ gern Ende bist im Spiel. Kann sein, dass ich jetzt gegen Ende bin von der Story her. Aber ich weiß es halt überhaupt nicht. Also Battle of Gods ist auf jeden Fall das Letzte, was ich weiß, was so in Dragon Ball Z chronologisch passiert ist. Aber ich sag mal, dieser Demigra, der ist da zum Beispiel ein Spiel eigener Char. Was anderes kann er nicht. Ja, ゆる第一君たちだけでドミグラに勝てるの？必ず勝ってみせます。俺たちに父さんや母さんを悟空さんたちをみんなを守るチャンスをください。ビルス様、ここまで言っているのですから彼のテストしてあげたらどうです？テストか。いいかもね。 Katze besiegt den Pinkhaarigen. Diese Tucke, was? Ich weiß nicht, was ich von dieser Tucke halten soll. はい、時の巣も久しぶりだからね。僕は少しのんびりさせてもらうよ。では、準備ができましたら、私にお声掛けください。 Okay, also es ist jetzt mit ihnen reden, wenn wir weitermachen wollen. Wo steht er? Im Zeitnest selber? Ach da, wo ist er? Trotzdem mal gucken, vielleicht bekommen wir jetzt. Wir haben ja eben schon eine krasse Attacke eingesetzt, die wir eigentlich gar nicht können, um den Migra einmal zu durchbohren. Mal sehen, was jetzt noch so kommt. Mal sehen, was wir uns kaufen können. Na, ich habe immer Bock auf so die neuesten Sachen so schon, weil ich bin so eine Shopping-Queen. Und Shopping-Queen zu sein, das ist halt ein hartes Leben. Muss Geld ausgeben. Muss fette Leute einkleiden, wie ihn hier. Das ist mein fetter Freund. Ist cool. Dieser behinderte Katzencharakter hätte nicht sein müssen.
Ja, keine Ahnung. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie so ein Bild geht. Momentan finde ich ihn auch so ein bisschen. Ja, naja. Sehr schnelles Tempo. Aber der Ausweichfähigkeit. Also nichts irgendwie cooles Neues, schade. Aber können wir uns vielleicht was kaufen, damit wir so aussehen wie dieser Katzentypi? Komm, das wird doch wohl gehen, oder? Schade. Vielleicht kann man ja trotzdem noch was für Builds bekommen. Muss ich mal in die Quest reingucken. Ja, Jimbo hat auch eine Quest für mich. Dieser Fette. Naja, vielleicht. Irgendwann mal. Wie gesagt, ich kann mir zu Builds außerhalb des Spiels auch überhaupt gar keinen Namen machen. Also kein Bild machen. Ja, ist schon peinlich. So ist das mit dem Pudding. Aber. Als Gott. Na. Na, du hast schon irgendwie recht. Was haben wir hier Neues? Die haben wir schon alt. Da bekommen wir die Super Drachenfaust. Okay. Da scheine ich Vegetto freispielen zu können und Gotenks. Geisterschwert bekomme ich. Okay. Warte, was war das? Schnellschlaf, also. Ganz viele Kampfposen. Kranker Blitz. Unschutzkanone, Mr. Satan, lass Mr. Satan in Ruhe. Okay. Siegeskanone, Höllenansturm. Höllengranate. Bekomme ich in diesem Kampf. Okay. Verstehe ich nicht, aber gut. Den Rest haben wir schon, okay. Wird schon irgendwie Story haben, die Quest. Ich werde da mal reingucken irgendwann mal. Vielleicht ja auch nach der ganzen Story heute. Und ja, Mirdu, an sich ist das Spiel auch nicht viel mehr als sich auch gegenseitig auf die Fresse schlagen. Aber es ist schön, dass sich gegenseitig auf die Fresse schlagen. Weil es endlich mal wieder gut funktioniert und gut aussieht. Nach Jahren. Und die Original Story halt auch mal eine gute ist. Oh ja. Ja, wir gehen jetzt. Hauen uns das gegenseitig auf die Fresse. Mist, ich hätte den Super Saiyajin noch wieder in den ersten ändern sollen. Jimby. Ah, ich halte einfach meine Fresse, ich schlag nur drauf. Ein Test mit Blitz und Whis. Natürlich auf der Erde. Whis wird ein Playable, schau. Ich habe auch von Whis noch weniger Ahnung. Whis sehe ich zum ersten Mal in diesem Scheißspiel. Kam bestimmt auch im Battle of Gods vor. Was? Ach, die Katze setzt wieder ihre Fähigkeit ein. Ich habe das Gefühl, dass Whis gefährlicher ist. Ich meine, okay, es sind Götter, aber ich würde trotzdem schon ein bisschen Schaden machen. Kann ich Trunks nicht wiederbeleben? Oh mein Gott, das wird ja nett. Okay, ich werde verlieren. Okay. Genau.
Ausweichfähigkeit benutzt, aber macht natürlich nichts. Was für eine Range er hat, Alter. Und Ende. Wahrscheinlich verkackt. Ja, war mir klar. Mein Kamerad kann auch kämpfen wie ein Stück Toastbrot, habe ich das Gefühl. Für mehr ist er nicht da. Ja, los, Leute. Bock mir das nochmal durchzugeben. Oh mein Gott. Trunks, und diesmal kämpf ordentlich. Wie viel Schaden die aber auch machen. Gott verdammt, ey. So, erstmal Konzentration auf einen. Trunks, weich aus. Was? Mit einer Kombo macht er mir irgendwie so viel Schaden? Ist doch unfair. Das ist krank. Ist doch krank. Was soll der Scheiß? Okay. Oh ja, komm, Bild jetzt umbringen. Oh, Bild ist K.O. Oh mein Gott. Ich finde das gut, dass Trunks gerade Wiss fertig macht. Aber Wiss macht halt ultra krassen Schaden, Alter. Und ich frage mich, wodurch. So eine Parameter sehen. Ich hoffe, ich habe Wissen noch freigespielt. So. B. B, gute Grundlage. Okay, die Aktion war jetzt wieder cool, aber sonst ist der Katzenchart doch irgendwie unnötig. Und dieser harttollen Chart, dieser Typ auch. Besonders dieser Typ. あなたたちを手助けすることはできませんから。 そんでは検討を祈りますよ。 Okay. Oh mein Gott. Ich dachte gerade, der macht jetzt irgendwie einfach eine Tür auf. Tschüss. Tschüss. Oh.
Domigra, so. Ich kann